Ja, hallo, zurück bei Bussi Yachtshop. Heute wieder in der Instrumentenecke. Wir haben einen Funkwindgeber hier von B&G. Das ist der WS320. Das ist ein Windmesser, der hier die Windrichtung ermittelt, hier die Windgeschwindigkeit ermittelt. Das Ganze gibt er runter in die Elektronik. Hier ist eine Solarzelle. Da ist ein Akku, der wird hier eingesetzt, kann auch leicht getauscht werden. Vier Schrauben, Torx 8. Na gut, muss man ein spezielles Werkzeug haben, aber Torx 8 ist machbar. Setzt ihn ein, verschraubt es wieder und dann arbeitet der Windgeber. Er sendet seine Daten, nämlich zu diesem Bluetooth-Empfänger für den WS320. Der wird jetzt unten an Deck oder unter Deck beim GFK-Boot montiert. Hat hier zwei Löcher für Schrauben. Hier unten hat er einen NMEA 2000 Anschluss. Wenn er jetzt aufs Dach montiert werden soll, gibt es hier eine Spur für ein Gummi, das ist dabei, sodass ich ihn wasserdicht aufs Dach setzen kann. Es gibt auch einen Adapter zu einem 1 Zoll 14 Gewinde hier. Dann setze ich ihn erst hier drauf, verschraube das mit diesem Teil, habe hier unten das Gewinde und nehme jetzt einen Relingshalter zum Beispiel, den PA83 von Scout. Oder ich möchte es an die Wand irgendwo ransetzen. Dann nehme ich den PA81. Der hat so viel Abstand, dass es hier drauf gesetzt werden kann. Und ich kann es gegen die Wand setzen, kann man das so erkennen, vielleicht so. Und dann habe ich ihn auch schön befestigt. Das ist der Bluetooth-Empfänger. Dabei ist, wie gesagt, die Gummidichtung hierfür. Dann haben wir ein NMEA 2000 T-Stück, ein NMEA 2000 Anschlusskabel, sodass wir ins Netzwerk gehen können. Dabei ist der Fuß, dieser wird auf den Masttop geschraubt, mit den Schrauben hier fest. Masttop waagerecht, darunter kommt die Gummidichtung. Die ist hier mit der Klebeseite versehen, sodass ich das Ganze schön stramm aufsetze. Und dann ist das ein Schnellverschluss. Ich möchte ihn ja im Winter wieder runternehmen. Ich habe hier unten solch eine Führung, wie ihr das hier seht. Hier kann man das so sehen. Ich habe hier Nasen, in die es eingehakt wird. Also und hier oben ist eine Federmechanik, die es da entriegelt oder verriegelt. Ich setze ihn also hier ein. Wenn das nachher fest an Deck, dann sieht man das so. Dann wird das hier reingedrückt, ein bisschen mit Kraft und jetzt ist es eingerastet. Und dann steht er so an Deck, auf dem Masttop und ist da fest und kann leicht mit einem Klick ab im Winterlager von Bord genommen werden. Eine Sache noch, die Akkus sollten auch mal im Winter wieder aufgeladen werden, sodass sie nicht den ganzen Winter über leer laufen. Deshalb lege ich bei denen im Winter über manchmal ins Stubenfenster einfach, um die Akkus ein bisschen länger am Leben zu halten. Ansonsten muss man nach ein paar Jahren auch gleich wieder neue Akkus kaufen. Aber auch keine große Hürde sind Standardakkus. Ja, so viel zu dem WS320 Funkwindgeber von B&G für die Triton-Serie.